Hallo, ich bin Viktoria Schilova. Ich bin Abgeordnete im ukrainischen Parlament und vertrete den Bezirk Dnepropetrovsk. Ich werde Russisch reden, damit es alle slawischen Brüder verstehen. Also, will das ukrainische Volk Krieg? Bitte stellt euch zuerst selber diese Frage. Willst du Krieg? Willst du, dass unschuldige Menschen sterben? Willst du, dass Verwandte, Familienmitglieder, Kinder, dein Mann oder deine Frau, deine Großmutter oder dein Großvater getötet werden? Ich bin hundertprozentig sicher. Die Antwort ist nein. Warum passiert das dann in der Ukraine in den letzten 4 Monaten? Ich nenne das einen Bürgerkrieg, keine Antiterroroperation. Eine Antiterroroperation könnte meiner Ansicht nach nur ein SWAT-Team oder eine Antiterroreinheit durchführen. Wie ist es möglich, dass über 8 Millionen Terroristen im Donbass leben? 8 Millionen Menschen auf seinem Boden nennt Poroschenko Terroristen, Kinder und Ältere eingeschlossen. Was denkst du, kann ein Behinderter ein Luftabwehrsystem abfeuern? Oder vielleicht ein Kind? Wie Igor Alexandrova, der in den Armen seiner Mutter getötet wurde. Einfach getötet, in der Nähe der Stadt Kramatorsk. Hat der ein Gewehr gehalten? Natürlich nicht. Heute sitzen in unserer Regierung die Mörder. Wir, die Ukrainer, haben Janukowitsch, den Dieb, durch Poroschenko, den Mörder, ersetzt. Und heute kriegt die Mehrheit der Ukrainer eine Gehirnwäsche durch die Propaganda des staatlichen Fernsehens. Aber ich möchte Sie enttäuschen. Nach den jüngsten unabhängigen Umfragen sind 75% der Ukrainer gegen einen Krieg. Die meisten davon haben Angst, ihre Meinung öffentlich zu äußern, weil sie ins Gefängnis kommen könnten, gekidnappt werden oder sogar umgebracht. Heute kann in der Ukraine alles passieren, weil wir Diebe durch Mörder ersetzt haben. Also, was passiert im Donbass? 8 Millionen Menschen sind in Flammen. Sie nennen mich Terroristin. Aber was sagen die ukrainischen Soldaten der 72., der 79. und der 24. Brigade, wenn sie zurückkommen? Was sagt Nadjeschna Savchenko? Ihr habt recht, sie sagt, dass im Donbass die gleichen Ukrainer leben. Unsere Brüder, die gleichen Menschen, die in Lviv leben, in Ivano-Frankowsk und in Kiew. Und sie sind sicher keine Terroristen. Sie sind Rebellen, Bergarbeiter, unsere Bürger. Aber natürlich zeigt man das nicht in unserem nationalen Fernsehen. Einfach weil all diese Fernsehsender Oligarchen gehören. Das ganze Fernsehen in unserem Land gehört seinem schlimmsten Feind, den Oligarchen. Sie sind wie Blutsauger, wie Vampire. Sie saugen unser Blut. Das Blut des ukrainischen Volkes. 23 Jahre lang saugen sie schon unser Blut, aber es reicht ihnen immer noch nicht. Und jetzt saugen sie kein bildliches Blut mehr, sondern echtes. Das Blut der Kinder und Frauen im Donbass, das Blut unserer Mütter, Schwestern, unserer Söhne, Ehemänner und Frauen. Wisst ihr, wie viele Zivilisten tatsächlich umgebracht wurden? Ich sage es euch, und das ist die Wahrheit. Es sind 6.000 getötete Zivilisten. Jeden Tag werden 170 bis 200 Leute getötet. Die ukrainische Armee bringt sie um. Mit 122 mm Mehrfachraketenwerfern, nur weil man ihnen erzählt, sie würden gegen russische Terroristen kämpfen. Weil unser nationales Fernsehen und Poroschenko das sagen. Aber jetzt begreift unsere Armee, was im Donbass wirklich geschieht. Jeder, der den blutigen Krieg erlebt hat, fängt an, die Wahrheit gegen Poroschenko auszusprechen. Sie sagen, dass ukrainische Bürger im Donbass kämpfen. Sie sagen, wir sollten anfangen zu verhandeln. Wir sollten diesen blutigen Krieg beenden. Und jetzt reden wir mal über die Verluste der ukrainischen Armee. Sie hat etwa 11.000 Soldaten verloren. Das beweist eine gehackte Mail des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Und es sind 19.000, wenn wir die Verwundeten und die Toten zusammenzählen. Die Verwundeten, die in Krankenhäusern sind. Aber was ist mit jenen, die zurückgelassen wurden? Und was ist mit den anderen, die Wahrheit sagen und in die Psychiatrie gesteckt werden? Ukrainer, ukrainische Bürger auf der ganzen Welt, ich bitte euch, durchbrecht die ukrainische Propaganda. Mein Herz leidet mit Menschen aus Lviv, Drobogotsche, Lugansk und Donetsk. Aber heute schmerzt mich mein Herz für die Leute aus Donetsk und Lugansk, weil dort Kinder getötet werden.
Aber jetzt, Mütter, ich bitte euch, was würdet ihr zu diesem neuen Präsidenten sagen, wenn euer Haus zerstört wird oder schlimmer, euer Kind getötet? Würdet ihr ihn unterstützen? Natürlich nicht. Darum verliert er so viel Unterstützung. Und er wird sie weiter verlieren, weil er blutbefleckt ist. Und wenn schon mehr als 22.000 unschuldige Menschen, die Armee eingeschlossen, gestorben sind, dann ist es unmöglich, die Wahrheit zu verbergen. Die Wahrheit kommt ans Licht und darum sehen wir alles aus einem anderen Blickwinkel. Nicht nur in Russland, in Europa und in den USA genauso. Deutsche Journalisten, britische, italienische, französische protestieren gegen den Krieg im Donbass, gegen Poroschenko, der sein eigenes Volk tötet. Also, was haben wir getan? Was ich, Viktoria Schilowa, wir haben ein Dokument vorbereitet und gaben es den besten unabhängigen Rechtsanwälten in der Ukraine, um diese Sache vor unser höchstes Gericht zu bringen. Und wisst ihr, was da geschrieben steht? Wir fordern anzuerkennen, dass es gegen die Verfassung verstößt, eine sogenannte Anti-Terror-Operation im Donbass durchzuführen. Wir fordern, gegen die Leute, die daran beteiligt sind, wegen Bruchs der Verfassung vorzugehen. Die Leute, die das ukrainische Recht der RNBO gebrochen haben. Mitglieder des ukrainischen Parlaments, die widerrechtlich abgestimmt haben. Von Poroschenko widerrechtlich unterzeichnete Dokumente, der das Gesetz über die sogenannte Anti-Terror-Operation unterschrieben hat. Widerrechtlicher Gebrauch der ukrainischen Armee gegen die Zivilbevölkerung der Ukraine. Wir haben keinen Krieg. Das Kriegsrecht wurde nicht erklärt, da das Kriegsrecht nicht offiziell in Kraft trat. Wie kann dann die ukrainische Armee auf dem Boden des Donbass eingesetzt werden? Das ist eine widerrechtliche Einberufung der militärischen Reserve. Und nach der Verfassung darf jeder ukrainische Bürger sich gegen jede Aggression verteidigen und sein Leben schützen. Die Armee darf ihren Bürgern auf ihrem Grund keinen Schaden zufügen. Das steht so in unserer Verfassung geschrieben. Bitte öffnet dieses goldene Buch der Verfassung und seht selber nach. Aber unglücklicherweise haben wir eine Regierung der Diebe durch eine der Mörder ersetzt. Und jetzt wird in unserem Land überall in der Ukraine Blut vergossen. Ich wende mich an das ukrainische Volk, an alle, die Bogdan Melniki und Taras Sevchenko respektieren, die sich an die Fahne erinnern, die Kruschewski erschaffen hat. Gelb, blau. Ich wende mich an die 75% der Ukrainer, die gegen den Krieg sind und für den Frieden. Wir sollten uns zusammenschließen und von der neu gewählten Regierung verlangen, das Gesetz und die Verfassung zu achten. Schluss mit der sogenannten Antiterroroperation. Schluss mit dem blutigen Bürgerkrieg. Fangt endlich an zu verhandeln. Sorgt für humanitäre Hilfe. Helft den Menschen, die Katastrophe zu überleben. Mit wem kämpfst du, Poroschenko? Gegen die Kinder des Donbass? Das kannst du nicht. Du wirst zur Rechenschaft gezogen. Menschen müssen für ihre unmenschlichen Taten bezahlen. Und das Tribunal von Den Haag wartet auf dich. Darum hört unsere Armee nicht länger auf dich. Darum hilft dir auch die Mobilmachung nichts mehr. Tag für Tag erkennen mehr Menschen die Wahrheit, wollen nicht länger bei deinen Morden mitmachen. Den Morden deiner Oligarchenfreunde, die diesen Krieg begonnen haben und die täglich Millionen an ihm verdienen. Du bist derjenige, der diesen Krieg braucht, damit du die Wirtschaftskrise auf den Krieg schieben kannst. Aber die Menschen in der Ukraine sind gegen den Krieg. Die Ukrainer wollen den Krieg nicht. Jetzt ist die Ukraine mit Blut besudelt, dank dir. Aber wir wollen Frieden. Leute, bitte lasst uns zusammentun. Wir wollen gegen diesen Krieg protestieren. Wir wollen gehört werden, wie während des Vietnamkrieges. Wie lange willst du uns noch bombardieren? Wie lange willst du auf uns schießen? Wie lang? Seit Monaten werden wir bombardiert. Bitte hört auf damit. Ich kann nicht glauben, dass du nichts, aber gar nichts Heiliges in dir hast. Bist du kein Mensch? Was tust du? Uns beschießen, bombardieren. Was tust du? Tust du?